Guten Morgen, euer Turbo hier. Willkommen zum neuen kleinen Vlog. Heute nichts Besonderes, außer dass es Montag ist. Und zwar sehr früh. Um genau zu sein, 2 Uhr morgens. Also, ab geht's. Bisschen LKW fahren heute. Heute kein direktes Thema. Heute einfach nur ganz normaler Tag. Also, ab geht's erstmal. Hoch zum LKW, müssen losfahren. Warum sieht das heute so komisch aus? Ich mache das heute mal alles hier so mit dem Handy. Ganz einfach, um auch mal abzutesten und gerade auch wegen 18:09. Mal gucken, ob ich das auch so rausgerendert kriege, ob das überhaupt funktioniert. Und vor allen Dingen, ob eben gerade die Fahrstrecken auch alle so einigermaßen hingehauen haben. Was mache ich jetzt in meiner Pause? Ich würde mich jetzt da reinbegeben, weil ich bin ehrlich gesagt ein bisschen müde. Wir haben es 6 Uhr, ich bin um 2 Uhr aufgestanden. Oder kurz vor 2, sagen wir mal so. Deswegen wird es jetzt mal ein bisschen Zeit für mich. Ein bisschen higher zu machen. Fahre ich gleich noch weiter. Wieder hoch nach Rastede. Da schnell abladen. Und dann mal gucken. Wahrscheinlich nach Hamburg wieder zurück. Mal sehen. Weiß ich noch nicht hundertprozentig, aber wir gucken mal. Also erstmal higher Bubu. Karre ist aus, nochmal aufsteigen, Hemmschuh vormachen und dann bin ich gleich wieder drin. Haare liegen wieder wie, obwohl sie frisch gewaschen sind, aber trotzdem, ja, gut, ist halt so. Gucken wir mal gleich weiter, bin gleich wieder hier. So, ich habe jetzt mal den Bildstabilisator ausgemacht hier beim Smartphone. Dadurch haben wir gleich Unmengen an mehr Platz. Wahrscheinlich ein bisschen mehr wackeliger, ein bisschen mehr shakiger, aber dadurch hat man ganz einfach nicht so einen Crop, ansonsten wäre ich gleich wieder so dran gewesen, ja, obwohl ich es eigentlich weit genug weghalte. Und durch diesen Crop, also durch dieses Ranzoomen, hat er halt die Möglichkeit, ein bisschen auszugleichen. Das ist halt die elektronische Stabilisierung. Ich werde jetzt auf jeden Fall hier abgeladen. Wieder anderes Thema. Eins abladen, werde ich abgeladen. Und dann muss ich mich jetzt erstmal gleich noch telefonisch bei meinem Disponenten melden. Mal sehen, was der denn jetzt nachher vorhat mit mir. Werde ich jetzt mal gleich mal tun. Mal gucken, was er sagt. Ich glaube, ich bin fast fertig. Glaube ich zumindest. Knallt und ballert hinten drauf. Alter, Vater. Ich habe jetzt gerade gesprochen mit meinem Disponenten. Soll jetzt nach Hamburg laden. Bis 14 Uhr sollten wir auch eigentlich hinkriegen. Laut Navi kurz vor 13 Uhr. Ich denke mal so 15 Minuten brauchen wir bestimmt noch zum Abladen. Und dann bin ich kurz nach 13 Uhr da. Also passt noch alles einigermaßen. Muss dann gleich noch meine Papiere, muss ich gleich noch rausholen. Und bin mal gespannt, ob überhaupt das Video, also die ersten 10 habe ich schon gesehen, habe ich auf dem Handy gesehen. Die ersten Fahrtszenen waren nicht wirklich vom Fokus her scharf. Die nächsten 10, jetzt habe ich gerade eine WhatsApp gekriegt, ich hoffe, dass es nicht so ein Mikrofon zu hören ist. Gucken, hoffe ich mal. Die ersten 10 waren halt nicht so vom Fokus her, ich hatte Fokus eigentlich auf unendlich, aber es war alles unscharf, komplett alles. Deswegen habe ich auch schon teilweise gelöscht. Teilweise lasse ich aber drinne oder habe ich drin gelassen, weil es ganz einfach, ja, ansonsten habe ich vom ersten Fahrpart eigentlich gar nichts. Aber pro Fahrpart, jetzt geht's weiter. Ich fahre jetzt nach Hamburg. Kann man eigentlich fahren Elbtunnel hinten lang. Das ist eigentlich ganz cool. Das kann man eigentlich noch mit aufnehmen. Vielleicht sehe ich auch noch ein bisschen die Kohlköbernbrücke. Vielleicht sieht man das so ein bisschen. Muss mal sehen. Da werde ich aber wahrscheinlich die Stabilisierung wieder anmachen, weil das stört dann nicht ganz so, wenn es auch ein bisschen reingecroppt ist. Aber hier für diese Szenen ist es doch besser, wenn es aus ist, auch wenn es ein bisschen shaky ist. Ist halt so.
ist halt so, ich könnte die Kamera auch jetzt auf den Tisch draufstellen oder das Handy in dem Fall. Und ich muss echt, ich bin es normalerweise nicht gewohnt, mich selbst zu sehen beim Vloggen. Deswegen gucke ich oft mal auf mich selbst und nicht auf die Kamera. Ist ein ganz grober Fehler, den ich normalerweise gar nicht so mache, weil ich ja normalerweise mit meiner Kamera filme. Mit der hier. Und auch vielleicht manchmal mit einem anderen Objektiv, kommt immer ganz drauf an. Aber für mich ist es auch mal ganz cool, mich auch mal selbst zu sehen. Das gibt mir halt auch so ein bisschen ein paar Möglichkeiten, gerade auch meine Frisur zu sehen, ob die einigermaßen liegt oder nicht. Und die liegt halt überhaupt nicht. Ich weiß nicht, ob ich noch dieses Jahr noch zum Friseur schaffe. Ich hoffe doch. Lange genug geredet, ab geht's zum B-Laden. Wie viel Fazit ich reinmache, keine Ahnung, mal gucken, wie ich Lust habe. Also, bis gleich. Ich bin jetzt hier beim Laden. Ich mache jetzt erstmal das Ding hier ein bisschen zu. Ich habe jetzt wieder an, dass es stabilisiert ist. Weil ich ganz einfach jetzt den Gorillapod und alles nicht mitnehmen kann. So, ich gehe jetzt erstmal rein laden. Mal gucken, ob ich noch irgendwas zeigen kann. Mal sehen, ob ich darf. So, fertig geladen habe ich jetzt. Es fängt an zu regnen. Schon mal schön. In Hamburg regnet. Das ist ja nichts Neues. Ist wirklich nichts Neues. Ich habe jetzt drinnen nicht gefilmt. Weil, ja, ich wollte jetzt auch nicht noch lange belästigen. Wir haben jetzt fast Feierabend und ich würde sagen, wir setzen uns erstmal gleich im LKW. Weil da kommt schon wieder der nächste. Im LKW sitze ich zwar, aber ich muss noch mal kurz raus. Könnte jetzt ein bisschen lauter werden, weil Türen müssen auch zugemacht werden. Und ich nehme euch einfach mal ein bisschen mit. Ganz einfach, just for fun. Mal gucken. Tür Nummer 1. Eben gerade musste ich auch selbst laden. Beide Türen zu. Ja, gehen wir einfach schon mal rein. Das sieht irgendwie aus wie ein Schlumpf. Eben gerade muss ich auch selbst laden und selbst abladen im Kühlhaus. Und nicht verwundern, die Jacke hält wärmer als den Anschein hat, mag, wie auch immer. Die ist nicht so extrem, wie soll man sagen, die ist schon dick, aber nicht zu sehr. So, der Kühler liegt jetzt volle Granate los, deswegen fahren wir jetzt auch los. Für euch gibt es jetzt die nächsten Fahrzehen, weil das wird jetzt wahrscheinlich schon wieder viel zu viele Nebengeräusche sein. Und wir sehen uns dann gleich wieder, wenn ich Feierabend mache. Ich fahre jetzt Richtung Neubrandenburg. Ich denke mal so, 3-4 Stunden habe ich jetzt noch Pi mal Daumen. Muss ich gleich mal genau nachgucken, also 3-4 Stunden Schichtzeit. Bisschen über vielleicht, dann habe ich meine 13 Stunden voll. Und dann machen wir Feierabend. Aber erst machen wir den noch aufschreiben.
normaler Tag in meinem Leben in 18:9 Bildformat. Also eigentlich perfekt fürs Handy. Ich will jetzt ins Bett gehen, jetzt ist es kurz nach 15 Uhr, also 30 Stunden rum. Bin jetzt hier bis Sarantin ungefähr gekommen. War jetzt doch eher ein etwas ruhigerer Tag, sage ich mal. Ohne viel hin und her. Ich hoffe mal, die Fahrtszenen haben jetzt einigermaßen gepasst. Bin auch noch einmal quer durch Hamburg gefahren. Und ich hoffe, der Kühler ist nicht ganz so laut in der Aufnahme. Ich weiß, dass ich damit immer so ein gewisses Problem habe. Ja, obwohl er eigentlich gar nicht so laut ist, kommt er manchmal in der Videoaufnahme extrem laut rüber. Ist halt so. Gut, wenn euch das Video gefallen hat, lasst mir liegen gerne einen Daumen nach oben da. Wenn ihr mehr so einen Alltagsvlog mal sehen wollt, könnt ihr das gerne auch unten in die Kommentare schreiben. Und der Turbo sagt mal, haut rein, bis die Tage und